Das sind sie also, die hoffnungsvollen Nachwuchstalente, die ihr Supertalent beim offenen Kanal in Neuwied unter Beweis stellen wollen. Die Leiterin des Workshops, Martina Pura. Und wir haben halt früher auch genauso angefangen, da waren wir 11 Jahre und haben auch an dem Workshop mitgemacht bei der Mädchenprojektwoche. Und jetzt seit 7 Jahren leiten wir es halt selbst. Aber wir hoffen natürlich, dass alle, die hier mitmachen, vielleicht auch irgendwann, also wenn die mal Lust haben, in die Richtung zu gehen, das freut uns natürlich unheimlich, gerade aufs Neuwied. Ja, macht total viel Spaß, finde ich, mit den jungen Leuten noch zusammenzuarbeiten. Ich sehe mich ja selber auch noch nicht so alt, bin ja auch jetzt noch nicht so alt. Jens immer, man kriegt dann selber noch ganz viele Ideen und ja, ich weiß nicht, also mich erfreut das immer wahnsinnig. Deswegen machen wir es auch einfach so gerne und auch immer gerne wieder. Auch wenn wir jetzt ein bisschen weiter weg wohnen, aber kommen immer gerne dafür. Genau, bin jetzt 13 Jahre Erfahrung quasi und würde es auf jeden Fall weiterempfehlen und jeder soll gerne kommen und mitmachen. Es freut uns auch immer total, dass ganz viele dabei sind, die davor die Workshops auch mitgemacht haben. Zum Beispiel eine jetzt hier, Katharina, ist jetzt zum 5. Mal mit dabei und das ist natürlich auch super. Dann kann man halt auch sofort, dann können die den anderen noch ein bisschen was beibringen und man kann noch mehr machen, weil die schon mehr Erfahrung haben und es ist eine ganz gute bunte Mischung, finde ich. Veranstalter des Workshops Girls Go to Hollywood war das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied. Die Mädchen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren lernten die Arbeit vor und hinter der Kamera kennen. Ganz schön viel Aufwand, um eine solche Live-Sendung zu produzieren. Hallo, ich bin Miss Bliss. Hallo, ich bin die Vanessa. Hallo, ich bin Dieter von Sturm, ja? Ohne mich würde das hier alles gar nicht klappen, ja? Ich bin 25 Jahre alt und ja, mein Papi, der kommt aus Amerika und meine Mama aus Deutschland. Wahrscheinlich wird meine Kollegin Vanessa, ich nenne sie extra nicht Vanessa, weil das finde ich ist sehr behindert. Hallo, ich bin die Vanessa. Deshalb, ich denke, sie wird zu jedem Ja sagen, weil sie einfach keine Ahnung hat. Ja, ich wünsche euch einfach noch viel Spaß. Wir haben dieses Jahr 3 Spitzenkräfte ausgewählt. Begrüßen Sie mit mir Miss Bliss, Vanessa und Dieter van Stolen. So, nun werden wir auch schon direkt den ersten Beitrag hören. Es handelt sich um Tutsa. Ihre Namen sind Amy Belgrade und Jess Neveli. Hallo, ich bin Jess Neveli, ich komme. Hallo, ich bin Jess Neveli, bin 25 Jahre alt und komme aus. Hallo, ich bin Jess Neveli, ich komme aus Berlin und bin 25 Jahre alt. Ursprünglich aus den USA, aus Georgia. Ja, also wir wollen etwas vortutzen. Und wie kann ihr auf das tutzen? Ihr Vater hat es ihr beigebracht und sie hat es mir beigebracht. Ach so, und dann spielt ihr damit wieder? Ja. Ganz, ganz schön. So, lass dich mal hier. Bitte, hör mir doch mal, was Miss Bliss dazu zu sagen hat. Ja, es war auf jeden Fall total einfach super schief. Vanessa, bitte, Ihre Einschätzung. Ja, ich muss Miss Bliss zustimmen. Es war schon manchmal sehr schief. Aber ihr seid heute beide im Partnerlook gekommen. Ihr habt beide Hüte auf und das ist wirklich richtig toll. Und deshalb gebe ich euch ein Ja. Mensch, super. Das war fantastisch. Ihr habt 3 Ja's. Ihr seid weiter. Ihr seid im Finale. Auch unser nächster Kandidat heißt Manfred Fred. Und mal schauen, womit er uns jetzt überraschen wird. Also, hallo, erstmal, ich bin Manfred Fried und ich werde eine Show versuchen
euch alle zum Lachen. Mit ein paar Witze und die habe ich hier. Also, der erste Witz ist, Wald und ein Wald und ein Krümmel. Meine Hobbys sind Reiten, Lesen, Freunde treffen und natürlich Einradfahren. Ich habe Talent, weil ich kann Einrad fahren und das kann sonst keiner. Ich bin Jahre alt und komme aus München. Ich bin Jane Boston, bin 21 Jahre alt und komme aus München. Wir möchten unser Jojo-Talent zeigen, das uns unser Opa geerbt hat. Und ja, wir sind die Jojo-Mecker von Checker. Checker von Mecker. Ja, wir sind ja hier in diesem Workshop, Girls Go to Hollywood. Das heißt, ihr werdet jetzt die Nachwuchs-Regisseurinnen, kann man sagen, Schauspieler. Gibt es Ambitionen, mal ins Film- und Fernsehgeschäft einzusteigen? Ja, schon. Ich würde gerne nach der Schule sowas in der Art machen, so Schauspielerei. Und was hat es für dich jetzt was gebracht? Ja, ich habe das schon öfter gemacht, aber dieses Mal wollte ich eigentlich noch mehr Kamera machen. Also ich finde eigentlich beides super interessant. Einfach ausprobieren. Was nimmst du von diesem Workshop mit? Ich war jetzt überwiegend vor der Kamera und es hat sehr viel Spaß gemacht und ja, einfach Erfahrung hat man gesammelt. Könntest du dir vorstellen, auch mal hinter der Kamera aktiv zu werden oder doch lieber vor der Kamera? Das ist eigentlich egal. Ich war jetzt auch in dem letzten Workshop nur hinter der Kamera und es hat dann auch Spaß gemacht. Und das alles zu managen, weil die Kamera sagt dann, wo der Ton längs geht. Und dann, ja. Ist ja doch auch viel Arbeit, wenn man so sieht, wie viele Menschen hinter den Kameras da sind. Hättest du dir das so vorgestellt, dass es so sein könnte? Ich habe schon gedacht, dass das halt viel Arbeit ist hinter der Kamera und Und was würdest du dir noch wünschen, noch mehr zu sehen? Oh, noch mehr zu sehen. Weiß ich gar nicht. Wird es denn für dich mal ein Berufswunsch sein, sowas zu machen? Was möchtest du mal gerne werden? Also ich würde gerne hinter der Kamera sein und ja, so könnte ich mir auch vorstellen, das nach der Schule dann zu machen. Und für dich wäre das dann auch so eine Option? Ja, also ich war ja auch jetzt hinter der Kamera und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich würde das auch gerne nächstes Jahr nochmal machen. Und wie sieht dein weiterer Berufsweg aus im Bereich Medien? Also mir hat eigentlich beides gefallen, hinter und vor Kamera. Ja. Ja, es waren ja sozusagen die jüngsten Küken hier, ne? Die jüngsten Teilnehmerinnen. Und seid ihr jetzt auch schon so im Filmfieber? Ja. Ja, also ist schon interessant, mal so zu sehen, wie das hier ist und so. Ja. Es hat auch Spaß gemacht zu Schauspielern. Also nehmt ihr jede Menge neue Eindrücke alle mit, ja? Ja, ja. Martina Pluras sichtet im Anschluss an die Aufzeichnung das Rohmaterial zusammen mit den Teilnehmerinnen und schneidet direkt am PC. Eins steht fest, die Nachwuchstalente haben viel gelernt bei diesem Workshop. You see the deal. You gotta deal.